Servus ihr Lieben, hier ist wieder euer Patrick und in diesem Video möchte ich mit dir darüber reden, wieso es sein kann, dass du dein gesamtes Leben in einer Illusion lebst und wie du es schaffst, dass eben genau das nicht passiert, sondern du eventuell das erste Mal die Welt siehst, wie sie wirklich ist. Viel Spaß dabei, bis gleich. Habits of my heart, sehr krasses Thema heute. Illusion und Wirklichkeit im spirituellen Kontext eins der ältesten Themen überhaupt. Und in diesem Video geht es sehr in die Tiefe und ich möchte erzählen, warum viele Menschen ihr Leben lang eine Welt sehen, nicht so wie sie wirklich ist, sondern eine Illusion, die hier oben entsteht. Es gibt ein sehr schönes Zitat von einem Philosophen, Coolio nennt er sich, und der hat gesagt: Today I'm not what I think I am not what you think I am what I think you think I am. So, und das ist jetzt natürlich ein bisschen, mag im ersten Moment etwas paradox erscheinen, aber ich möchte etwas damit sagen. Ich kenne zum Beispiel jemanden in einem Sportstudio. Dieser jemand ist schwul und glaubt, dass sehr viele andere Menschen in dem Sportstudio da ein großes Problem mit hätten. Dieser jemand ist eigentlich an sich eine ganz entspannte Person, sehr nett, wir verstehen uns gut. Aber er hat halt irgendwann vielleicht aufgrund eines Ereignisses oder sonst was hat sich eingeprägt, oh, die anderen, die haben da ein Problem mit, dass ich schwul bin. Was jetzt passiert, erzeugt aber seine Realität. Ich habe ihn nämlich einige Wochen beobachtet und was passiert ist, als Folge dessen, dass er so prägnant die Glaubenssätze in seinem Kopf hat, dass die anderen alle ein Problem mit seiner sexuellen Orientierung haben, ist, dass er durch das Fitnessstudio geht und wenn andere ihm Hallo sagen, er zum Teil nicht antwortet. Das heißt, während er selber denkt, die anderen sind alle böse und unfreundlich und darum denken sie, dass ich schlechter bin, weil ich schwul bin, ist er in seinem eigenen Film schon so sauer auf die anderen, dass er gar nicht erst reagiert, wenn wer anders ihm freundlich Hallo sagt. Und genau das ist damit gemeint. Denn letztlich, sein Film über die Wahrnehmung der anderen in Bezug auf ihn, erschafft seine Realität nach und nach. Denn was ist das Ergebnis davon, dass er als Folge dessen, dass er denkt, dass die anderen alle schlecht über ihn denken, sich so verhält, dass er zu keinem nett und freundlich ist und Hallo sagt? Was ist die Folge? Natürlich, es muss nur einen Monat gewartet werden oder zwei oder drei oder vier und ihm wird keiner mehr Hallo sagen. Jetzt wird's spannender. Was passiert denn dann? Was passiert, wenn ihm 3, 4 oder 5 Monate keiner mehr Hallo sagt? Er findet Bestätigung für den eigenen Film, den er von Anfang an in seinem Kopf hatte. Ja, sowieso irgendwie komische Menschen hier, keiner sagt mir Hallo und so weiter und so fort, alle unfreundlich, nur weil ich schwul bin, wo sind wir denn hier, wir leben im 21. Jahrhundert und so weiter und so fort. Das heißt, zuerst ist er dafür verantwortlich, dass er diese Ereignisse in sein Leben zieht, ohne dass er weiß, dass er die Ursache dafür ist. Und im Nachhinein findet er dann immer mehr Bestätigung für seine eigene Realität, denn es verändern sich die Sachen im Außen zugunsten seinem Bild im Innen. Ja? Das hat mehrere Faktoren. Zum einen ist es die selektive Wahrnehmung. Klar, wenn du dich auf Unfreundlichkeit programmierst und konzentrierst, wirst du im Außen Unfreundlichkeit sehen. Das ist weniger jetzt spirituelles Wuhu oder sowas, das ist viel mehr praktische Psychologie. Ne? Wenn du dir ein gelbes Auto kaufen willst, dann wirst du überall nur noch gelbe Autos sehen, ohne dass jetzt mehr gelbe Autos auf deutschen Straßen angemeldet sind.
Das heißt, das ist natürlich ganz klar die selektive Wahrnehmung unter anderem, die da einen großen Einfluss hat. Um jetzt nochmal zurückzukommen zu dem Zitat, ich möchte es noch einmal nennen. Today, I am not what I think I am not what you think I am what I think you think I am. So, dieses Beispiel eben lässt sich auf alle Bereiche übertragen. Es gibt Menschen, die zum Beispiel sich besonders klug fühlen, weil sie davon ausgehen, dass viele andere Menschen glauben, dass sie klug sind. Oder es gibt Menschen, die sich vielleicht besonders dumm fühlen, weil es in der Vergangenheit einige Menschen gab im Außen, die über sie gesagt haben, dass sie dumm sind. Also haben sie sich das Muster angenommen, dass sie davon ausgehen, dass andere Menschen denken, dass sie dumm sind, schlau sind, gut sind, schlecht sind, oder sonst was. So, und das wiederum wird zum Betriebssystem für deren eigenen Realität. Und darum ist es ungemein wichtig, dass du genau filterst, dass du genau aufpasst, was dich steuert und was dich lenkt. Denn genau diese tiefen Glaubenssätze bestimmen unglaublich deine Realität. Und Fakt ist, die Glaubenssätze, die du hast, müssen nicht richtig sein, damit sie wirken. Es ist egal, ob der Schwule aus dem Fitnessstudio jetzt recht damit hat, dass ihn alle nicht mögen, oder Unrecht damit hat, dass ihn alle nicht mögen. Er bekommt faktisch diese Ergebnisse, die er bekommt, weil er diesen Glaubenssatz hat. Es ist nicht wichtig, dass dieser Glaubenssatz richtig ist. Er wirkt auch ohne, dass er richtig ist. Wenn dieser jemand jetzt davon überzeugt wäre, dass alle, die ihn angucken, ihn nicht angucken, weil er ja schwul ist und alle hier keine schwulen Menschen mögen, sondern ihn angucken, weil sie denken, Mensch, das ist ein netter Kerl. Dann würde er sich wahrscheinlich ratzfatz, ne, der Glaubenssatz, der müsste sich manifestieren, der müsste sich einfahren. Das ist wie bei den Synapsen in unserem Gehirn, mit jedem Benutzen werden die stärker. Und wenn er sich eingebrannt hätte, wenn er sich eingefahren hätte, dann würde er wahrscheinlich in jedem Blick von irgendeinem Menschen nur Bestätigung dafür finden, dass sie ihn angucken, weil er so ein interessanter Typ ist. Was glaubt ihr, was macht das mit dem kompletten, mit der kompletten Wahrnehmung des gesamten Lebens dieses Menschen aus? Das wird einen Unterschied machen von Tag und Nacht. Mehr kann es nicht geben. Denn unsere Wahrnehmung ist nahezu alles, was wir haben. Unsere Wahrnehmung entscheidet darüber, ob wir im Himmel leben oder in der Hölle. Deshalb hat Marie von Ebner-Eschenbach immer gesagt, nicht was wir erleben, die Menschen im Fitnessstudio, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Also, deshalb mein Appell an dich. Prüfe unbedingt, was du aktuell für Glaubenssätze hast. Überlege dir, ob es einen Zusammenhang geben kann zu den Menschen in deinem Umfeld. Frage dich, was du denkst über die Menschen, mit denen du dich umgibst. Was denkst du, wie diese Menschen über dich denken? Prüfe das, mach quasi eine Art Inventur. Und wenn du das gemacht hast, schau dir das an. Setz dich hin, schreib es dir am besten auf und guck dir genau an, okay, das ist. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, sind das die Gedanken, von denen ich davon ausgehe, was andere Menschen über mich denken. So, und zwei Punkte noch ganz am Ende dazu. Es ist nicht wichtig, was andere Menschen über dich denken. Das ist komplett unerheblich. Aber oftmals ist es nicht unerheblich, was man selbst denkt, was andere Menschen über einen denken. Im Idealfall sollte das unerheblich sein. In der Praxis bestimmt das oftmals einen Großteil unserer Wahrnehmung und ist deshalb so unglaublich entscheidend für alles in unserem Leben. Denn wir denken immer, ja, Glaubenssätze, Gedanken, ja, was ist denn daran so relevant? Das geht ja um die reelle Praxis und wie soll das etwas verändern? Denk an das Beispiel mit dem Schwulen aus dem Fitnessstudio. Er war selbst nur unfreundlich und hat nicht Hallo gesagt, weil er dachte, dass alle ihm was Böses wollen. Hätte er gedacht, dass alle ihm was Gutes wollen, hätte er als Folge dessen zu allen wahrscheinlich Hallo gesagt. Als Folge dessen mehr Kontakt aufgebaut, als Folge dessen Freunde gefunden und so weiter. Ne? Alles beginnt im Kopf und
dann entwickelt es sich entweder in eine Richtung zu oder gegen deine Gunsten. Und genau das entscheidest du. Und deshalb ist es so wichtig aufzupassen, was hier oben passiert. Das war's mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass mir unbedingt einen Daumen nach oben da. Würde mich mega freuen und vor allem unterstützt mich damit mega. Jetzt die nächsten Monate ab dem Jahr 2019 geht es steil. Es ist enorm viel auf der To-Do. Ich freue mich über jede Unterstützung, vor allem speziell um deine, und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dahin, adios.